Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute Bloons Tower Defense 5. Und wir gehen wieder in eine Zufallsmission. Oh, ich hasse sie, aber okay, da wird nicht gedrückt. Was haben wir da? Absolviere Schalter, Affenschlag heißt die übrigens, auf Schwierigkeitsstufe mittelschwer ohne Affentürme einzusetzen. 2 Stammesschildkröten und ein Bienenzüchter helfen dir dabei. Die haben wir schon mal gehabt. Und ich glaube, da haben wir uns auch ausgebissen. Das heißt, ich werde jetzt wechseln, weil wir die, wie gesagt, schon mal gehabt haben. Ich glaube, die haben wir auch schon gehabt. Naja, jetzt haben wir schon einige durch, ne? Da kann es schon sein, dass wir wieder was kriegen, was wir gehabt haben. Zur letzten Runde haben wir diese Map gesehen. Ja. Überlebe bis Welle 65 nur mit Pfeilen, Ninja-Bomben und Mörsertürmen. Ja, das Schlechte daran ist, die haben wir halt schon gehabt. Ich nehme nicht gerne das Gleiche. Aber okay, wir drücken uns nicht. Los geht's. Oh, Luft ablassen, okay. So, Bombentürme. Okay, dann nehme ich hier mal einen, der nur auf den stärksten geht. Also auf Deutsch die rechte Seite. Dann nehmen wir einen Stunner, was auf den letzten geht. Super Monkeys können wir nehmen. Der hier ist allgemein gut. Den stelle ich jetzt mal hier hin. Der soll da reinpfeffern. Der soll denen den Camouflage wegnehmen. Das wäre jetzt nicht schlecht. Das da ist ein bisschen teuer, das lasse ich mal. 2 Ninja Monkeys hier links für den Damage. So, das Ganze nochmal. Dann, wie gesagt, bereite ich die Super Monkeys vor. Das ist die rechte Seite, das haben wir. 1, 2 Super Monkeys, 3 Super Monkeys, 4 Super Monkeys, 5 Super Monkeys, 6 Super Monkeys, 7, 8, 9. So, die werden natürlich auch zivilisiert abgegradet. Ich bereite das hier mal vor, so dass alle ein bisschen Damage machen. Das kostet ja nicht die Welt hier, was ich hier mache. So. Wir brauchen dann nur einen zweiten Super Monkey, wäre nicht schlecht. Aber das haben wir ja bald zusammen, das Geld. Ich glaube, da kriege ich auch noch Geld. Und ich würde sagen, wir fangen an. Los geht's. Soweit ist klar. Wir brauchen noch eine zweite Kanone, die denen den Camouflage-Status nimmt. Das ist ganz wichtig. Denn Camouflage sind das eigentliche Problem hier. Alles andere ist okay. So, jetzt kommen Stahlbloons, aber die werden bald weg sein. Wave 29. Aber wir kriegen da kein Geld mehr. Ich sehe das schon. Das haben wir ein bisschen blöde gemacht. Das heißt, mit Super Monkeys, ja, ich brauche noch einen zweiten Super Monkey, würde ich brauchen. Aber es geht leider nicht. Das mit Luft ablassen habe ich vergessen. Da kriegen wir ja nur einmal Geld. Das heißt, ich werde hier nur 2 Ninja Monkeys einfach hin. So, mehr upgraden ist nicht drin. Das war's jetzt, Leute. Wave 31, damit müssen wir auskommen. 32. Wave 33. Wave 35. Ja, noch ist es einfach, aber wie gesagt, wenn dann die Bosse kommen, wird es ein bisschen schwieriger. Wave 36. Wave 37. Und Wave 38.
Bin schon echt neugierig auf die 46er, da kommt der erste Boss. Wave 39? Wave 40. 41, die Keramik sind schon mal nicht das Problem, das habe ich gesehen. Jetzt kommt es halt auf den Rest drauf an. Wave 42. 43. Ja, wir kriegen halt leider keine Kohle mehr. Wave 44. Und 45. Ja, der Stunner macht seinen Job schon mal zumindest sehr gut. Wie gesagt, das einzige Problem sind nur die Bosse. Aber muss man schauen, ja. Der Stunner kann ja leider die Bosse nicht stunnen. Aber wisst ihr was, das mit... Ich könnte eigentlich den... Wie viel kriege ich denn da? 2600? Ja, das... Sondern da bringt mir das eigentlich nicht so viel, da ist gescheiter. Ich upgrade den hier noch ein bisschen. Das ist wesentlich besser. Und sogar noch einen hier daneben. Ich würde mal sagen, das bringt auf jeden Fall mehr. So, der erste Boss ist weg, also das geht. Es wird aber auch ein roter Boss kommen, da bin ich neugierig. Aber sonst läuft es eigentlich bis jetzt. Also Stress haben wir nicht. Wave 48. Nächste Runde wird interessant, die 49er. Gehen wir mit der Maus hier runter zum Aktivieren, falls es ist. Und die Stoßweisen werden interessant. Ich glaube in 55 kommt so ein Stoß. Wave 49. Da geht schon ein bisschen mehr ab. Aber wir haben alles gut unter Kontrolle eigentlich. Stunner macht seinen Job hier. Überhaupt kein Problem oder Stress. Läuft! Und Wave 50. Da war ein Boss. Der ging ganz schnell unter. Noch ein Boss. Wave 51. Ich würde sagen, läuft. Wave 52. Locker, zackig, flockig. Gehen wir hier durch. So, die blauen sind schon mal kein Problem, die blauen Bosse. Aber da wird auch ein roter kommen, das weiß ich. So, Wave 54 haben wir. Wave 55. So, die Stoßweisen, kein Problem. Das haut hin. Ich glaube, wir haben eine gute Stellung hier gemacht. Wave 56 ist es. 57. Jawohl, zwei Bosse auch kein Problem. Und Wave 58. Läuft wie am Schnürchen. Wave 59. So, und jetzt haben wir das Problem hier. Diese... Ja, die gehen alle durch. Wieso können wir die nicht... Oh, das ist Verarsch. Das ist eine Verarsche, einfach nur für sich. Ich glaube, bei denen muss mein Camouflage-Status weg, weil sonst kann man die nicht killen, ja. Und dazu brauche ich dann die Kanone hier. Von denen muss man sogar zwei nehmen. Ich lasse das mal so. Eine gleich hier oben. Nur den Camouflage-Status weg. Und eine dann hier unten nochmal. Das brauchen wir. Stück weiter oben sogar noch. So, der Camouflage-Status, der muss weg, sonst geht das einfach nicht.
Dann nehmen wir hier den stärksten mit aktivieren. Einen Stunner nehmen wir. So. Einen. So. Das wollte ich nicht. Wie kann ich das wieder weg? Scheiße, jetzt habe ich das Geld hier verhaut. Ah, 500 ist nicht so viel für den Arsch ausgegeben. So. Dann auf jeden Fall noch einen zweiten Super Monkey. So, und ein paar Affen. 3 Affen. 4 Affen. 5. 6. 7. Da hinten noch einen. 8. Und 9. Dann die hier, die sind sehr gut. Linke Seite natürlich. So. Und dann haben wir es eh schon. Dann würde ich sagen, geben wir dem nur ein bisschen Power. Dem hier auch. Nur ein bisschen Range dazu. So, und das war's dann. Jetzt müssen wir überleben. 2-mal Superaffe zum Aktivieren. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Schauen wir mal, ob wir es jetzt schaffen. Dieser Camouflage-Status muss weg von den einen, weil sonst ist das einfach unfair. Und ich hoffe doch, dass das funktioniert. Camouflage Stahlblunz, das ist natürlich beschissen. So, ich rasch hier mal möglichst schnell durch, weil bis zum Level 46 sollte das locker zackig flockig gehen. Geld kriegen wir ja sowieso keins mehr, von daher. So, sind wir eh schon in Wave 35, also das haut halbwegs hin. Wave 36. Und Wave 37. Wave 38. Wave 39. Wave 40. Jo, es läuft. 41. Interessant wird es erst über 50 dann, beziehungsweise wenn der erste Boss kommt, aber ich denke nicht, dass der ein Problem darstellt. Wir haben 2-mal Super Monkeys, das heißt, es sollte funktionieren. So, da wir es jetzt noch nicht brauchen, werde ich was probieren. Den verwenden und schauen, wann er wieder kommt. Beziehungsweise, wie lange der aktiv ist, wenn wir den zweiten dann gleich verwenden. So, dann den zweiten nach. Wie lange hält es, bis der erste wieder aktiv ist? Das ist das Interessante, was ich wissen will. So, weg ist und dann ist es gleich wieder aktiv. Das heißt, es geht halbwegs. So, jetzt müssen wir gleich den zweiten wieder haben, jawohl. So, und bei das probieren wir auch gleich. Ah, das dauert ein bisschen länger, aber das ist auch nur für den Boss. Das heißt, das haut hin. Das werde ich wahrscheinlich für den roten oder so nehmen, weil beim blauen muss man es ja gar nicht. So geht das auch so. Ich werde es aber auch beim blauen jetzt probieren. Beziehungsweise ich schau mal, ob der blaue durchkommt oder wie weit er kommt. Ja, ihr seht, es geht so halbwegs. Keine Chance hat er gehabt. Läuft. So, Wave 48. Wave 49.
So, jetzt wird es langsam spannend hier. Wave 50. So, weg ist der Boss. So, bin neugierig, ob wir das jetzt hinkriegen. Es wird schwierig, aber es ist generell machbar. Wave 51. Oh, bis jetzt geht es so halbwegs. Wave 52. Langsam wird's. So, den da oben haben wir auch gleich platt gemacht. Mit Hilfe von dem da. Wave 53. Jawohl, der nimmt den in den Kamonflag-Status, das haut hin. Wave 54. 55. Die Stoßweisen kriegen wir auch aufs Maul. Und Wave 56. 57. Läuft. Sowas wie ein Problem kann ich gerade nicht erkennen. Es läuft wirklich ganz gut. Wave 58. Ich glaube, jetzt kommen diese Unguten da. Na, der Boss ist jetzt nicht wirklich das Problem hier. Zumindest nicht diese blauen Bosse. Wave 59. So, ich glaube, das ist das, wo die den Kamonflag-Status hier verlieren. Schon. Ich glaube, da sind die dabei. Ich sehe es halt nicht, aber ich glaube. Wave 60. So, jetzt benutzen wir mal das, dass die weg sind. Also der rote hier. Sonst wird es kritisch. Wave 61. Viele Bosse, aber das geht soweit noch. Wave 62, Leute. So, Kamonflag-Party wird beendet gleich. Wave 63. So, dann nehmen wir die Super Monkeys hier zu Hilfe. Ist echt fällig. So, nochmals. Sicher, sicher. Jawohl, die machen die Bosse auch fertig, die Super Monkeys. Wave 65, es ist die letzte Wave jetzt. Das müssen wir jetzt schaffen, Leute. Nur spannend. Aber ich habe alles ready, soweit kein Problem. Oh, läuft auch. Wir haben schön gestunt da oben, dass ich meinen Frieden habe hier. So, dann nehmen wir einmal Super Monkeys. Sicher, sicher. Für den roten Boss nehmen wir das da. Das geht aber leider nur bei einem. Die anderen müssen so auskommen. Super Monkeys! Und wir haben es geschafft. Nice one! Einmal kann man ja fehlen, ein zweites Mal fehlen wir nicht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!